Grüß Gott aus Elmau. Heute wollte ich mal den Berghalser erklimmen. Bei knapp 700 Höhenmeter. Es ist 6 Uhr. Und ich denke, wenn ich oben bin, werden wir den Sonnenaufgang sehen. Viel Spaß beim Video. Servus. Schöner leerer Parkplatz. In gut 3 Stunden ist hier die Hölle los. Aber einer muss ja der Erste sein. Hoch zur Bergstation auf knapp 1600 Höhenmeter. So, wir kommen schon raus. Müssen Gas geben. So, den Ort Elmau haben wir verlassen. Es geht jetzt an der Skischanze, Skiabfahrt, die hier rechts zu sehen ist. Hoch in den Wald rein. Ein schöner kleiner Trailfahrt mit vielen Wurzeln, der macht natürlich besonders runter Spaß. Geplante Zeit ist ungefähr 1 Stunde bis hoch und runter gute halbe. Ja, daran sieht man eigentlich schon, wie steil das ist. Gut 700 Höhenmeter auf knapp 5,5 Kilometer. Das ist für mich nicht viel zu laufen. Oh, das erste Gatter ist zu. Kuhgefahr im Wald. Das sind jetzt die letzten Wege. Und dann geht's hoch in den Wald rein. Auf geht's. Hartkaiser, eine Dreiviertelstunde. Lächerlich. Ich hoffe, man sieht, wie steil das ist. Anderthalb Kilometer sind schon rum. Herrlich hier. Kleine Stufen jetzt noch. Es gibt nichts Schöneres, als sich einfach kaputt zu machen, morgens um 6 Uhr und das im Urlaub. Ein Träumchen. Vielleicht geht es raus auf die Skipiste. Hoch zur Rübezahlalm. Sehr bekannte Alm hier in Elmau. Bis gleich. So. Blick ins Tal. Sonnenaufgang. Und jetzt hoch. Die Skipiste.
vorbei an der Mittelstation vom Hartkaiser. So, angekommen auf der Mittelstation von der Hartkaiserbahn. Ich bin immer noch der einzige Mensch am Berg. Sauber. Hier nochmal einen Blick ins Tal nach Elmau. Und das ist der Blick, wo wir hinwollen. ...2,4 Kilometer rum. Jetzt geht's hoch zur Rübezahl ein. So, die Sonne kommt, wird dann direkt deutlich wärmer. Aber heute sind optimale Bedingungen hier oben. Schön kühler Wind, nicht warm, nicht eisekalt. Da geht es gleich hoch. Aber vorher noch mal ein Stück durch den Wald. Da vorne ist die Rübezahl ein. Dreieinhalb Kilometer. Geht gleich noch ein paar Meter berghoch durch den Wald. Recht unspektakulär. Und dann geht es raus auf die Wiese, wo die Gondel hochfährt. Und dann sieht man schon den wilden Kaiser in seiner vollen Pracht. Gerade heute. Blauer Himmel und Sonnenschein. Macht Spaß. Dafür lohnt es sich, hier hochzugehen morgens. Die letzten Meter im Wald. Wie man sieht, wird es gleich etwas heller. Und da ist er. Der wilde Kaiser bei Sonnenaufgang.
unten im Tal. Der Startpunkt, der Ort Elmau am Wilden Kaiser. Und auf der Strecke geht es weiter hoch. Noch 1,5 Kilometer und 3 ja, wichtige Anstiege. In einer Stunde bin ich wieder unten. So, der erste von 3 größeren Anstiegen rauf zur Jägerhütte und dann ist das Ziel fast schon zu sehen. Gute 45 Minuten gelaufen. Naja, eher gewandert, aber zügig. Da hinten, da war ich beim Cut 100 Richtung Kitzbühel, Fieberbrunn. Das ist die Jägerhütte. Und oben das Gebäude ist der Hartkaiser. Bekanntes Ausflugsziel für Kinder und Familien. Die sogenannte Elmis Zauberwelt. Noch 2 starke Anstiege. Auch schön reden, die Jägerhütte mit Blick auf den Wilden Kaiser. So, letzter Anstieg liegt vor mir und dann bin ich am Ziel, am Hartkaiser auf knapp 1600 Meter. Ich hoffe, man sieht es im Hintergrund, die schneebedeckten Berge von Großglockner, einer der bekanntesten Berge in Österreich. Schneebedeckt. Geradeaus die bekannte Abfahrt in Kitzbühel, das Hahnenkammrennen. Aber unser Rennen endet da oben. Sehr gut.
So. Ziel erreicht. Ja. Jetzt sind wir bei Emmys Zauberwelt. Toller Spielplatz für die ganze Familie. Genau eine Stunde. Jetzt die letzten Stufen. Und dann gibt es nochmal den besten Blick auf den Hartkaiser, auf den Wilden Kaiser. Sorry. Und dann geht's bergab. Und das ist der Blick auf den Wilden Kaiser von ganz oben. So, nach einer kleinen Verschnaufpause und ein paar Bildern geht es jetzt wieder runter. Selbe Strecke, ich denke ein bisschen zügiger. Auf geht's! Immer noch keiner wach. Kuhfalle. Und bergab. Es ist teilweise so steil, dass man schon stark bremsen muss.
richtige Schuhwerk ist hier schon angebracht. Ja, auch wenn wir heute unten sind. Ich hoffe, das kleine Video hat euch gefallen. Die Überwindung war groß, heute Morgen aufzustehen. Aber wenn man dann oben steht, mit Blick auf den Wilden Kaiser, ein absoluter Traum. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich nehme euch noch ein bisschen mit ins Tal. Servus, macht's gut. Bis zum nächsten Video. Angelangt. Jetzt gibt es nochmal Trailrunning vom Allerfeinsten mit einem schönen Waldtrail runter in den Ort. Viel Spaß. Juhu. Gehen die alle runter.
Ja, das war's. Guten Kilometer noch am Waldweg. Und dann bin ich wieder an der Talstation von der Bergbahn. War richtig klasse. Hat Spaß gemacht.